sehr schön und wichtig für mich, viele Menschen hier kennenlernen zu dürfen. Viele Menschen bevorzugten das Dachfoyer mit dem traumhaften Blick auf die Michaela-Kuppel. Tini Kenrath und ihre Band heizten mit einer funky Atmosphäre dem tanzwütigen Publikum ein. Dass der Ball ausgerechnet an einem Freitag, den 13. stattfand, störte hier niemand. Ich hätte gar nicht gewusst, wenn man es nicht erwähnt hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Ich bin kein abergläubischer Mensch und der 13. finde ich ein origineller Termin.